Ihr wollt wissen, was hier jetzt produziert wird? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Erstmal gucken wir uns an, was ich noch gemacht habe, weil hier liegt jede Menge Stahl rum, da liegen jede Menge Stangen rum und da vorne sind überall schon Schrauben. Also der Spaß hier vorne ist komplett voll, das läuft und wie man da links schon sieht, ich habe noch ein paar Konstruktoren hingesetzt, da hinten mit einer komischen Brücke für Mitte und hinten und hast du nicht gesehen, die schön hier Rohre rausballern. Hier vorne kommen noch ein paar überflüssige oder überschüssige, besser gesagt, Stahlbarren an. Die gehen erstmal durch. Müssten, glaube ich, dann 40 sein am Ende, weil 40 brauchen wir noch für irgendwas anderes. Ich weiß gar nicht, wofür brauchen wir die eigentlich? Moment. Dahin. Ja. Danke. Wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Da sind die Steel Pipe. Ach genau, die müssen noch in die Steel Plates rein. Dafür brauchen wir Assembler, aber ich glaube, ich befürchte, dass ich das hier nicht hinbekomme. Oder? Das sind wie viel? Oh, das sind schon mal 6 Stück. Also da wüsste ich nicht. Können ja mal gucken, wie das mit so einem Bauplan geht. Dann wäre das nämlich ein Quick Win und wir hätten das alles zusammen. Manifolds ist Quatsch, Machines. Das nicht. Fabrikatoren. Moment. Da ist der Input. Ist der Input. Wenn ich das da hinsetze, ziemlich an die Kante. Dann drehen wir mal. Wie sieht das denn so? Wir könnten ja mal gucken, wenn ich das so mache. Quasi mehr oder weniger direkt dran setze. Ein bisschen zurück. Dann machen wir mal so. Gucken wir uns mal an. Wie sieht das aus? Die Höhe ist gut. Wir haben 1, 2, 3. Kommen genau auf der Mitte aus. Ja, das würde ja wirklich genau passen. Okay. Dahin, wenn ich den jetzt genau dort dran setze, muss man halt nur halt ausrichten, aber das ist ja nicht so ein Ding. Sag mir bitte, dass das mit den, dann ist das nämlich tatsächlich recht schnell erledigt. Du passt, logischerweise, du passt auch. Okay. Halt. Halt. Und damit wäre das fertig. Wir haben dort den Eingang. Wie sieht das? Da den Ausgang meine ich. Hier den Eingang. Optimal. So wollte ich das haben. Und das Beste daran ist, wir können von da aus eben ein Kabel rüberziehen. Setzen uns hier. Machen das so. Ja, wir setzen das eben hier rein. Ja, schön mittig. Packen da all die 6 Teile dran. Da muss das auch nicht weitergeleitet werden und noch mit dem zweiten, weil das ist ja alles. Okay, das hatte ich so eigentlich gar nicht geplant. Ich wollte eigentlich 32 von diesen Dingern
auf der Seite hinsetzen, da in unseren Freiraum. Aber egal, wir könnten mal eben die Musik ändern. Danke. So, und hier soll jetzt Steel Coated, wie heißen die denn? Stahlbeschichtete Platte. Das ist ja super. Dann könnte ich da vorne das wegnehmen, nach hinten leiten, einmal rein, von unten das Plastik holen, fertig. Na, komm. So. So, an sind die. 5,33. Einer mit 33,33, ist okay. 33,33. Wir gucken mal eben, wie viel kommt denn da raus? Wir brauchen 240 am Ende. 45 Stück. 45 mal 5 sind 225. Also uns fehlen 15. Also ein Drittel, das ist klar. Durch 2. 16,6. Genau, macht ja Sinn. Das heißt. Warte mal, müsste ich den dann übertakten? Nein. Der sechste muss ja runter. Ich muss das ja nicht hochsetzen, sondern runter. Also von 116, irgendwas abziehen. Okay. Wir machen hier. 83,3. Da dran. Passt. Dann 37,5. Dann machen wir hier auch die 83, und so weiter. So, das heißt, wir machen 37,5 mal 2 plus 45 mal 4. Die Zahl gefällt mir nicht. Also selbst wenn ich hier auf 35 runtergehe, bin ich bei 250. Also wenn ich auf 30 runtergehe, dann bin ich bei 240. Okay. Das ist doch viel einfacher. Wir machen 30 Teile. Was habe ich denn da? Da muss ein Drittel runter? Ich habe Quatsch gerechnet, aber ich habe gerade keine Ahnung warum. Da irgendwie mein Hirn will gerade, hat gerade keinen Bock auf Mathe. Macht nichts. Okay. Hier rein. Da kommt Stahl an. Können wir den hier per Überschuss rausnehmen? Was ja eigentlich Sinn machen würde. Wir könnten sogar... Könnten wir den dort per Überschuss rausnehmen? Dann wird das vorne erstmal laufen. Intelligenter Splitter. Du bist nicht hoch genug, kann das sein? Wir versuchen mal unser Glück. Wir sowieso schon beim anfänglichen Reden alles über den Haufen werfen. Können wir es auch direkt
komplett über den Haufen werfen, oder? Das geht aber. Das ist akzeptabel. Das heißt... Wie machen wir es am besten? Oh, das kommt schräg. Egal, das machen wir. Ja, muss leider hoch. Ja, machen wir das. Dann machen wir das hier hin. Speisen da wieder ein. Oh, das ist super. Gehen hier vorsichtshalber. Vollkommen egal. Wir gehen von hier da oben rein. Und da einmal so quer. Und dann ziehen wir uns den Kollegen. Dahin und dann dort rein. So, damit hätten wir den Spaß schon mal angeschlossen. Wir können jetzt hier sagen, geradeaus geht Stahlbarren, links geht Überschuss. Das geht da rein. Die werden schon mal alle perfekt. So. Und ab und zu dürfte dann nachher hier einer langflitzen. Beziehungsweise irgendwann, wenn die jetzt gleich voll sind. Jetzt auch einen Moment dauert. Was waren das denn immer? 100 Stück, glaube ich, immer. Weil es ist halt wichtig, dass die hier immer ihren Scheiß loswerden. Die dürfen halt nicht voll laufen. Laufen sauber raus. Schön. So soll das sein. In der Zwischenzeit das hier alles hier einmal zwischendurch gehen und da wird auch mal wieder ein Ende kommen. Sehr schön. So gefällt mir das. Geht hier rein. Du bist auf deinen 100. Genau. Du auch. So, dann kommen die nämlich hier hinten dazu. Du bist fleißig. Sehr schön. Okay, jetzt muss ich blöd fragen, warum gehst du nicht... Hä? Oh, da muss man ja richtig aufpassen. Da ist ein Ausgang. Nein, nein. Nein, na, oh, ganz doof. Du bitte da dran. Richtig so. Und dann kommt der Kollege einfach hier wieder runter. Okay. Ein bisschen kleineren Problem. Warum? Okay, das steht an. Ich meine, das ist klar, solange der da so komisch arbeitet. Aber alles gut. Das scheint zu laufen. Gut, hier hinten hin.
Kämpfer dran. Runter. Und Plastik. Wir brauchen Plastik. Plastik läuft hier vorne. Wie viel Plastik brauchen wir denn da eigentlich? Gar keins, weil wir brauchen Rubber. 80. Ich habe das Gefühl, dass ich meine 80 Rubber direkt gefunden habe, oder? Hier ist ein 60er Band, das da reingeht. Und es kommen hier 12. Okay. Okay. Da geht jede Menge Plastik durch. Plastik geht da rein. Und wird dann nicht mehr verarbeitet. Warum nicht? Das ist nämlich gefährlich. Wenn das hier steht, dann bleibt mir die ganze Produktion wie hier untätig rum. Habe ich so gemacht, das hätte ich mit einem Überschuss machen müssen. Hätte ich hier noch einen Überschuss bitte dazwischen und. Habe ich den da drin gemacht, ohne dass er nach außen geht? Das ist nur mal eben zum Ausprobieren. Das gefällt mir nicht. Ich könnte. Also die Problemlösung müssen wir jetzt eben machen, sonst geht das hier alles dem Bach unter. Du kannst auch rennen. Du kommst da raus. Du da weg. Und du da weg. Du bekommst einen Fusionator hier hin in die andere Richtung. Ups. Du gehst einmal weg. Dann haben wir den Spaß da und dort das. Da haben wir das schon mal gelöst. Und du gehst auch einmal weg. Jetzt brauchen wir hier einen intelligenten Splitter. Ungefähr so. Dort kommt rechts Überschuss hin und geradeaus. Und stopp. Perfekt. So, Überschuss. Geht da raus. Geht da raus. Und adios. Okay. Ja, perfekt. So muss das sein. Ui. Also, merke, überall ein bisschen Überschuss machen. Doch, Plastik ist doch richtig, was ich gesagt habe. Ich brauche für die Dinge sage und schreibe 26 Plastik. Was soll ich die denn jetzt mitnehmen? Moment, wo ist mein Loch dafür? Das muss weiter da vorne sein. Da. Da trifft sich hier ja eigentlich ganz gut, ne?
ist natürlich genau das falsche Band. Das heißt, wir lassen nach rechts Plastik weggehen. Eigentlich ganz gut aus. So, wir brauchen der Stock ist recht flach. Ist das nur einer? Schauen wir mal. So. Das heißt, also geradeaus. Müssen wir hier. Kunststoff. Ja. Kunststoff, danke. Und da Überschuss. Habe ich was verpasst? Linker Ausgang? Dieser hier? Kunststoff. Hast du überhaupt keinen Bock gerade, ne? War da irgendwo was unten sehen? Okay, bist du einfach nicht auf der... Das würde es natürlich erklären. Förder... Quatsch. Intelligenter Splitter. Überschuss. Kunststoff. Okay, war nicht richtig angeschlossen. Sehr gut. Das heißt, du bekommst jetzt hier oben definitiv genug, um den Spaß herzustellen. Überschuss wird abgeführt. Auch gut. Dann haben wir nämlich den ganzen Stahlkram schon mal fertig. Wir müssen uns das hier wegholen, wenn es soweit ist. Okay. Habe ich jetzt Verstopfen verursacht hier? Wie viele stellt er eigentlich her? 240. Habe ich doch vorhin schon gemacht. Manchmal ein bisschen blöd. Was im Moment kein Problem ist, weil dann können wir die... Wir werden im Moment nirgendwo gebraucht. Dann können wir die nämlich einfach
erstmal Richtung Schredder jagen. Dann geht das schön weg. Von denen machen wir, von den Steel Pipes machen wir. Was machen wir eigentlich davon? Ja, okay, machen wir ein bisschen zu viel, um die auch noch wegzukriegen. Also knapp 1200. Wobei, doch passt, 1440. Haben wir immer noch Platz auf dem Band. Ja, nicht ganz. Egal. Ist nicht so wild. Es kommt ja immer nur ein bisschen zwischendurch mal was dazu. Das ist einfach nur, damit das... damit unsere ganzen Zwischendinger hier nicht irgendwie rumstehen. Das sollten sie nämlich nicht tun. Das ist ungünstig mit der mit dem Petrolkoks. Das muss laufen. Also so wie es hier aussieht, ist super. Im Zweifel muss ich hier auch hingehen und am Ende Petrolkoks einfach da mit reinschmeißen. Was bringt? Zwischengefüttert? Oder war das das vierte? Ich muss mal gucken, ob ich eben so gerade so doof war, wie ich denke, dass ich es war, oder ob ich eigentlich clever war. Nein. Ich bin auf jeden Fall nicht so doof, wie ich gerade dachte, dass ich es war. Ach, das ist auch ein Rücklauf. Ein Rücklauf. Oder? Nein. Es ist so schwer zu erkennen. Das geht da rein. Das ist nämlich der zweite Zulauf für, ich doch sagen, für unser Stahlgehörnse, also die Steel Pipes. So. Oh Mann. Also die Etage hier ist schon ganz gut geworden. Jetzt wäre die Frage, was mache ich da hin? Gehen wir mal dahin, weil das wird hier unser nächster Bereich, in dem wir noch arbeiten. Ich denke nicht, dass wir 52 Stück hier reinkriegen. Ja, wir haben für Statuen, die wir auch brauchen, da brauchen wir 32 Stück. Die könnten wir doch bestimmt hier reinkriegen. Also so klein ist die Fläche hier nicht. Schrauben, ich weiß gar nicht mehr, wofür wir die brauchen. Muss die hier hin? Torodraht, Platine. Irgendwas braucht die Statuen. Genau, die brauchten Statuen. Irgendwie nur 10 Stück, also das geht. Und dann brauchen wir die nochmal. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, waren es halt 32. Assembler. Ja, 32 Stück. Die kriegen wir doch dahin. Das sind doch nur fünfmal die eine Seite, fünfmal die andere Seite. Können wir zwei wieder wegnehmen. Das ist doch gar nicht schlecht. Das heißt, wir machen uns jetzt Bauplan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gehen eben einkaufen. Sag mal. Warum komme ich nicht mehr hoch? Hallo?
Okay, da hat irgendwie das C geklemmt. Ja, es heißt der C, ich weiß. Was brauchen wir denn? Das geht ja alles noch. Es ist erstaunlich, wie viel wir schon da haben. Ja. So, und dann sind wir auch direkt an unserem Bereich. Das ist doch schön. Dann gucken wir mal. Ich sollte aufhören, diese Taste zu drücken, während ich sowas hier mache. So dürfte gehen. Da dürfte. Ich muss dran denken, Platz für zwei von den Teilen zu lassen. Das sieht aber gut aus. Oder? Und perfekt. So, damit haben wir den ersten da stehen. Den nehmen wir jetzt als Referenz für den zweiten. Okay, wir kriegen hier drei hin. Wir sind hier auf der Mitte und gehen da bis... Ach komm. Und gehen da bis genau Plattenende. Das heißt, wir müssen hier hin. Die Höhe passt nicht, die passt besser. Und hier bis genau Plattenende. Okay. Haben wir. Tut mir schön. Danke. Jawohl. Und den Kollegen. Haben wir das? Ich das jetzt einfach andersrum, indem ich die hier umdrehe. Direkt da dran stelle. Das sieht doch gut aus. Die durch. Ganz schön überzogen, aber macht nichts. So, und jetzt kann ich. Moment, du bist auch genau an der. Das ist gerade wir, ich weiß. Du bist auch genau an der Kante. Das ist doch super.
So. Und so. Perfekt. Das Anschließen mache ich wieder ohne euch. Das ist jetzt ein bisschen langweilig, hier noch die ganzen Bänder ziehen, wenn wir sowieso schon zeitlich drüber sind. Aber dann haben wir, glaube ich, hier oben die ganze Etage ziemlich voll und ich setze auch schon mal einen Deckel wieder drauf. Das heißt, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nee. Das ging anders. Ich werde doch alt. Ich vergesse doch alles. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit, wachtet gut, Käffchen.